Hallo ihr Lieben, wir packen das neue Paket vom Abominable Book Club aus. Erstaunlicherweise hat das diesmal nicht so lange gedauert vom Versand, bis es jetzt hier bei mir ist, nur eine Woche. Ich bin total überrascht, das letzte war ja fast 4 Wochen unterwegs, also okay, schauen wir mal rein. Wir haben hier wieder die Spoilerkarte, wo drauf steht, was in meiner Bare Bones Edition drin ist. Und ja, November 2021. Natürlich ist wieder ein Bookmark dabei. Sieht dem anderen ziemlich ähnlich. Bookmark 2 Series 4, wo hinten drauf dann eine Geschichte steht. The old man sat on his porch, the night silent and still, save for the intermittent creak of the rocking chair. It was late, but he was wide awake, watching the tree line across the yard with an intensity he had not possessed since his youth. The fingers of his left hand absently scratched the fur of his hound, who lay on the floorboard next to the rocking chair, by the man's side, as he always was. His right hand was in his lap, covered by a thick knitted blanket. He sat in this vigil for hours, until finally he heard rustling in the brush ahead. There was a low growl which pierced the silence and quickened the blood in the man's veins. A dark figure emerged from the ancient woods. The old man lifted his hand from his dog, his fingers now stained with dark red blood. He pulled the blanket from his lap, his grip tightening on the wooden stock of the rifle underneath. This thing took Rusty, and he would not stop. He'd refuse to die until he had taken its godforsaken head. Ooh, love that. Coole Story, richtig nice. Yeah. Rache für den Hund, jawohl, voll gut. Und vor allem, was ist es für eine Kreatur? Das ist jetzt unserer Fantasie überlassen. Sehr, sehr coole Story, auf jeden Fall, gefällt mir. Ich finde diese Idee mit diesen kleinen Geschichten auf den Lesezeichen echt cool. Richtig nice. Ich hätte auch ein paar Ideen für so ein paar Lesezeichen. Vielleicht muss ich mal in Produktion gehen. Okay, dann geht es weiter mit dem Buch, was drin ist. Ich freue mich total. Ich durfte den Autor ja bei einem Festertreffen schon live kennenlernen. Und jetzt habe ich sein neuestes Buch in Englisch. Und das ist The Children God Forgot von Graham Masterton. Ja, der Großmeister des Horror. Der hat schon einige gute Bücher geschrieben und jetzt hier sein neuestes zu haben, finde ich richtig, richtig cool. Ich lese euch auch eben den Klappentext vor. A terrifying birth. A young woman is rushed to hospital with stabbing pains in her stomach. The chief surgeon delivers a living child with a face of an angel and the body of a tentacled monster. Sind auf jeden Fall Tentakel dabei, das ist schon mal geil. Okay, also eine Frau, die ein Monster auf die Welt bringt. An escape from the dark. Engineer Gemma is plunged into darkness in a tunnel beneath London. Before she escapes, a strange green light illuminates a cluster of ghostly figures. Gemma is certain they were children. Also Geisterkinder. A supernatural threat. DC Jerry Perodi and DS Jamila Patel, wenn ich die Namen falsch ausspreche, I'm so sorry, of Tooting Police have investigated the occult before, but nowhere as horrible as the city sewers. Down here in the dark, where the dead come back to life, witchcraft is the only force strong enough to save you. Witchcraft! Das ist ja für mich so ein Keyword, ne?
Richtig, richtig cool. Nice. Ach Mann, da freue ich mich drauf. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gelesen und ich hab wirklich Bock drauf. Forsake the living, forget the dead, fear the children. Richtig, richtig gut. Ist von diesem Jahr. Geil. Ja, ich hab Bock. Nice, freue ich mich drüber. Sehr cooles Buch. Ich bin richtig, richtig gespannt. Ich weiß, dass er grandios gut schreiben kann. Ich habe ihn bisher nur auf Deutsch gelesen und freue mich, wenn ich ihn jetzt mal in Englisch lesen kann. Dann fühle ich mich irgendwie noch näher dran. Das ist ja dann wirklich, das sind ja dann wirklich seine Worte. Das finde ich ganz toll am Englisch lesen einfach. Ja, nice. I'm excited. Sounds good. The Gastling. Book number 14. Tales of Ghosts, the Macabre and the Oh-So-Strange. Das Cover ist schon mal sehr Halloween-esque, würde ich sagen. So sieht es aus. Und hier auf der Rückseite steht dann, glaube ich, was da drin ist. Und das sind so Kurzgeschichten, so wie es aussieht. Also wie so ein Horrormagazin. Ja. Interesting, interesting. Hier ist ein, ein Ouija-Board zum Ausschneiden drin. Das ist ja witzig. Sehr nice. Ja, und dann sind da, so wie es aussieht, wirklich ja Kurzgeschichten drin. Okay, cool. Das ist so eine Toiletten- und Badewannenlektüre, würde ich sagen, oder? Nice. Bin ich gespannt drauf, kann ich jetzt halt so noch nichts zu sagen und ja, schauen wir mal, was das gibt. Ist auf jeden Fall nice und kann man echt, ja, ich denke, das ist was für die Badewanne. Klolektüre will ich jetzt nicht sagen, also ich mag ja solche Geschichten. Ich habe ja auch viele von diesen Heftromanen und so hier, John Sinclair und sowas mag ich ja auch. Deswegen, ja, werden wir sehen, voll cool. Und jetzt kommt immer der spannendste Part und das ist das gebrauchte Buch aus der verfluchten Bücherei. Wieder nice eingepackt. Ich mag das total. Ich mag es einfach richtig, richtig, richtig. Diesmal habe ich eine Schere dabei, damit ich vorsichtig auspacken kann. Brian Loomley. Fruiting Bodies and Other Fungi. A Witch's Dozen of Terror Tales. Okay, also eine Kurzgeschichtensammlung. Natürlich deutliche Gebrauchsspuren dran, aber ja, ein richtig weirdes und trashiges Cover. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Kurzgeschichten. Nice. Ja, das war's schon wieder. Das war mein Ebbo Minibel Book Club Paket für November. Es war diesmal schneller da als sonst und ja, ich bin ganz zufrieden mit der Ausbeute und schon gespannt, was im Dezember Package drin ist. Ich halte euch nochmal das Logo in die Kamera. Da könnt ihr The Ebbo Minibel Book Club findet ihr auf Instagram und auf jeden Fall auch auf der Website, wo ihr dann auch monatlich das Abo abschließen könnt. Die sagen immer Bescheid, gerade auf Instagram ist das da super, wenn ihr da regelmäßig guckt, geben die Bescheid, wenn die wieder open sind, dass du dich da registrieren lassen kannst. Oder tragt euch für den Newsletter ein und dann werdet ihr über den Newsletter auch informiert, wenn die Subscriptions wieder open sind quasi. Also ich kann es nur empfehlen, ich finde es super nice, die geben sich echt Mühe, die haben eine super interessante und tolle Auswahl an Büchern und ich muss dann gar nicht mehr so viel in Neuerscheinungen, in englischen Neuerscheinungen stöbern, sondern kann mich hier einfach von denen inspirieren lassen und bekomme es dann direkt geliefert. Very nice. Ich mag es, ich bin bisher zufrieden, war jetzt mein zweites Paket, ich freue mich aufs dritte und ja, in diesem Sinne, macht es gut, ihr Lieben.